Okay. Nächste Kampfrunde. Er würde dich Dann angreifen. ich ziehe vor und mache einen normalen Ringangriff. Klappt aber nicht. Okay, dann schlägt er zu. Immer noch erschwert um 6 und um 2. Nächste Runde, ich ziehe wieder vor. Ja, da guckst du jetzt. Triffst mich nicht, was? Hast du ihn gerade im Schwitzkasten oder sowas? Nee, Im einfach nur Griff. gegriffen. Nur im Der hat Griff. sozusagen den Arm so ein bisschen umgedreht, dass er sozusagen eine ungünstige Judo, Position hat bei Judo-Kampf. Katro. Deswegen kann er Ja, Katro nur dann kannst angreifen, du dann ist Schaden aber machen. jetzt eben ungünstiger. Immer in die Fresse rein. Pass mal besser auf Schlägst du dein den Maul Kopf? auf. Schlägst du ihm eine Backpfeife? Brett- und Kartenspiel wird hier gewürfelt. Soll ich auch mal meine drei Brett- und Kartenspiel würfeln? Und er schlägt auf Oh. dich. Ja, warte, den muss ich parieren. Habe ich nicht. Okay, dann trifft er dich das zweite Mal und der Kampf ist beendet. So, war Zieh ein guter dir, zieh dir Kampf. nochmal zieh dir noch mal eine schöne Faust und schubst dich zurück. Damit ist der Kampf beendet. Du musst einmal Luft holen, dein Brustkorb tut ein bisschen weh, aber nichts, was ein Effortpriester dann ja weiter verletzt. Kasim hat Washa beim Kartenspielen ziemlich resolut platt gemacht. Das ist auch ein THW von 10, von wegen wenig. Ja, Brett- und Kartenspiel und Kriegskunst sind so die vier Eiselementaristen fast eine Voraussetzung. Aha. Hätte ja besser mit Mit Falschspiel gemacht. einem Kopfschütteln wird Poitrot wieder zurück zu den anderen gehen und murmeln noch sowas wie: Schneid dir deinen scheiß Bart ab. Oh, jetzt haben wir die Ehre verteidigt, jetzt können wir ja wieder rasten. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen ernste Sachen. Ja, Läufst du so Julian, gefährlich, Wascha? ich habe die Routen eingezeichnet. Das ist eure und das ist die Route der sieben Gezeichneten. Es ist ja gar nicht mehr weit. So, meine beiden Berater, was sagt ihr, meine Beraters? Schaut ihr natürlich Brindigi an, Jalan, hier, Kasim und Ephadaios an. Was sagt ihr? Wo laufen wir lang? Kasim ist nicht da, der ist mit mir Karten spielen. Ja, aber das, Danach. dieses alte Kartenproblem war ja vor der Pause noch so eine Sache, dass wir da alle eine Probe gewürfelt haben. Das ist ja sozusagen irgendwie vor dem Kampf, muss das ja gewesen Ja, sein. dann ist halt Brittigian bei dir und Kasim hat schon irgendwas eingezeichnet. Kann jetzt weiter Karten spielen. Da habe ich Ja, aber nicht so aktiv dazu beigetragen. Also Proben habe ich damals nicht gewürfelt. ist ja egal. Was sagt ihr, wo sollten wir lang gehen? Kasim, was ist deine Meinung? Du bist ja hier der Mann, der für die Brittigian. logischen Dinge, glaube ich, immer sehr zugänglich ist. Gehen 4 Runden. Ja, und gehen Effort. Im 45-Grad-Winkel würde ich sagen, ungefähr. Kannst du mir das mal auf der Karte zeigen, was du damit meinst? Ist ein Abend und sieht man Sterne? Die Sterne kommen jetzt demnächst. Also es hat Achso. dann wieder geregnet und ihr habt gerade euren tollen Platz aufgebaut. Wirklich viel zum Aufbauen ist nicht, weil ihr keine Zelte habt. Weil dann würde ich mal versuchen, mit einer Sternenkunde Richtungen zu bestimmen. Jo, mach mal. Einfach mal. Maximaler Spender ist 13. Also kann ich relativ präzise bestimmen, wo Ifirn und Preios, Firon und Preios sind, oder? Die Sonne geht gerade runter, beziehungsweise ist schon, und aufgrund der Stand der Sonne und den Sternen, die jetzt nach oben funkeln über euch, kannst du das sehr genau bestimmen. Er schaut vielleicht ein, zwei Minuten nach oben. Dann zeigt er eine Richtung. Das ist Gen Firon. Und dann mit dem anderen Arm, das ist Gen Effert. Ich würde sagen, wir müssen ungefähr in die Mitte. Hätte ich das vorher machen sollen, hätte ich das als Erleichterung auf meine Orientierung vielleicht nehmen können. Richtung könnte stimmen, Kasima. Wir müssen sicherlich noch gucken, ob wir auch den direkten Weg gehen können. Eben. Ja, irgendwo ein paar Schlenker machen. Sicherlich gibt es auch nur einen Zugang zu dieser Mine. Das Problem ist, dass wir uns nur nachts oder am späten Abend auf diese Art und Weise orientieren können. Es sei denn, irgendjemand hat eine Form von Südweiser dabei.
Hat er die nicht einen, Rodrigo? Ja klar, wir sind diverse bei. Anscheinend eine Halskette ab und man sieht, dass es keine Halskette ist, sondern ein Südweiser am Pendel, den er sozusagen um den Hals trägt. Perfekt. Komische Dinger, wie die wohl funktionieren? Du pendelst die. Und der schlägt dann sozusagen Richtung Süden auf. Ja, aber ich meine, warum er Richtung Süden aufschlägt? Ist wohl auch egal. Ja. Vielleicht zeigt er auf den Hitzepol von Dere. Den ignorieren wir das. Wir haben wichtigere Sachen zu besprechen. Ihr habt noch nie von der elementaren Globaltheorie gehört? Ich sage mal nein. Aber dafür weiß ich, wie man einen Ork auf 30 verschiedenen Seiten auseinandernimmt. Bei Orks finde ich das sehr gut. Naja, ist das nicht genauso wie bei einem normalen Menschen? Du musst einfach nur hart genug zuschlagen? So eine Art. Nur zumindest waren die Orks, die ich bekämpft habe, so. Jedenfalls, ihr sagt strack drauf zu, oder? Warum tun wir das nicht? Ja, machen wir das. Also ich will ganz gerne versuchen, so schnell wie möglich irgendwie ein bisschen mehr als diese verseuchte Umgebung hinter mich bringen. Also ich muss ja sagen, ich habe den Wald ja, den Dschungel ja schon wirklich für unangenehm gehalten. Aber das hier ist wirklich, er schaut auch Richtung Brindijan. Du hast schon ganz recht, der Dschungel ist wirklich schön im Gegensatz zu diesem Dreck von verseuchten Fischen und Dings. Ist doch nicht so fürchterlich kalt. Ach, die Kälte geht ja noch. Das ist doch nicht kalt. Ob das kalt ist. Das geht doch noch. Wenn ich euch irgendwann mal Draconia zeige, dann werdet ihr sagen, das ist kalt. Dann warne ich darauf hin, dann werde ich mir was Warmes mitnehmen. Naja, also ich glaube schon, wenn wir in die Berge ziehen zu unserem Kasim-Freund, dann werden wir auf jeden Fall dicke Sachen mitnehmen müssen. Dann werden wir komplett erfrieren, weil dort ist es so kalt, glaube ich, dass es dort Schnee gibt, ne? Auf manchen Bergen, auch im Sommer. Im Winter aber auf jeden Fall. Ja. Ja, immerhin ist die Hochebene von Draconia oder wie ich sie auch gerne in das Tal der Elemente. Wobei, das gibt es glaube ich nochmal irgendwo. Er grübelt ein wenig. Dort herrschen immer frühlingshafte Temperaturen wie im Tiefland. Habt ihr Wascher von diesem Treffen eigentlich verbannt und musst ihr irgendwas anderes tun oder kann die eben auf die Karten gucken? Die könnte dazu kommen. Sie ist nur davor irgendwie weggegangen, als wir mit der Karte angefangen haben zu spielen, wir Männer. Aber das war irgendwie die letzte Aussage von ihr gewesen. Okay. Und sie kann das gerne dazustellen. Ich habe sie nie irgendwie. Hätte ja sein können, dass sie, weil sie noch nicht weiß, worum es geht, hätte ja sein können, dass ihr sie auch nicht dabei haben wollt. Sonst könnte sie jetzt nachfragen. Also, dafür hält Rodrigo jetzt für zu spät. Er glaubt, dass die Frau wirklich unschuldig ist und dass er die Frau jetzt hier wirklich versuchen muss, sie irgendwie ja eben zu kriegen. Sie wird es ja eben erzählen, worum es geht. Ich hoffe nur, Rodrigo, dass wir da nicht geradewegs in eine Falle rennen. Ich werde heute Abend mit Schalgatur sprechen, ob wir seine Dienstzeit verlängern können. Es war schließlich mal die Rede von einem Verräter an Bord, erinnert ihr euch noch? Vielleicht sind unsere Pläne durchgesickert. Wollen Sie denn direkt zu Rodrigo nimmt oder sagt dann, lassen Sie sich zwischendurch den Pfad suchen und diesen Versorgungstrupp hops nehmen? Davon wisst ihr noch nichts. So, Entschuldigung. Lass uns erstmal versuchen, irgendwie die Mine zu erreichen, dass wir so ein bisschen einen Blick drauf bekommen aus vielleicht sicheren Büschen oder wie auch immer man das nennen kann. Wir müssen dieses Ding zumindest erstmal grundsätzlich irgendwie finden, um was auch immer wir tun wollen. Da habt ihr recht. Wir sollten also erstmal drauf zumarschieren, so wie Kasim es vorgeschlagen hat. Gut. Ja, dann Rodrigo rollt die Karten wieder ein. Dann bewegen wir uns weiter gen Westen. Habe ich richtig verstanden? Gen Effort? War das deine Aussage, Kasim? Sollten wir uns gegen Effort besiegen? Oder war das gegen... Im 45-Grad-Winkel zwischen Firon und Effort. Gut. Ungefähr. Dann er zeigt nochmal die Richtung. Alles klar. Rodrigo rollt die Karten ein, packt sie wieder zusammen in die Depesche, verschnürt sie wieder, rollt die Lederriemen wieder komplett drüber, dass die Karten soweit wasserdicht verpackt sind. Soweit, wie man es eben kann mit Lederriemen. Wo in der Depesche sie vorher waren und geht Richtung Eukolizana. Ja. Bevor du weggehst, würde Brindisha nochmal sagen, Rodrigian, darf ich dich nochmal unter vier Augen sprechen? Klar, machen wir das jetzt. Ich wollte gerade zu Maziba gehen und ihm sagen, dass wir in welche Himmelsrichtung wir wollen, weil das sollte er ja wissen, aber klar, sprich mit mir und dann geht er mit dir ein bisschen abseits, Nun, es ist ein etwas heikles Thema. Ich weiß ja, dass ihr Garechas etwas, nun,
was dir etwas anders den 12 Geschwistern gegenübersteht. Ihr bevorzugt häufig nur einen und glaubt teilweise sogar, dass sie durch euch handeln, so wie Ephagin. Und du weißt sicherlich auch schon, dass ich davon nicht viel halte, dass ich nicht glaube, dass die 12 Geschwister derart eingreifen. Und ja, ich glaube auch, dass die Götter nur unter ganz speziellen Bedingungen eingreifen, aber das sind Eingriffe, die haben in den Sagen, die ich bisher davon gehört habe, bei so Dämonenschlachten war das eher, wo sozusagen das Leben der Welt wahrscheinlich auf dem Spiel steht, nicht irgendwie, wo es um eine Endurium-Mine geht. Warum? Was willst du mir damit sagen? Eine andere Sache, die damit zusammenhängt, ist mir klar, dass sich viele Menschen Halt daran suchen, ob es jetzt die Nähe zu den 12 Geschwistern ist oder etwas anderes. Und ich mache mir, nun, ich habe bei Ephagin etwas gesehen, was mir etwas Sorgen macht, wo ich glaube, dass das, was er glaubt, dass Bruder Effert durch ihn handelt, nun der Wahrheit entspricht, wie ich es mir ohnehin schon gedacht habe. Es war an dem Tag, als diese Hexe angegriffen hatte in dem Dorf, erinnerst du dich? Diese Hexe, wie angegriffen? Ich verstehe gerade nicht. In dem Dorf der Maraskaner nach dem... Ja, wo wir von ihrem anscheinend Vertrauten oder so etwas da in der Nacht malträtiert wurden und wo wir dann die ausfindig gemacht haben, oder was? Genau, in dieser Nacht sprach ich einen Zauber, um ihren Vertrauten, um diese Gottesanbeterin zu verfolgen. Und hab auch gesehen, nun, dass auch Ephagin offensichtlich magische Fähigkeiten hat. Okay, was soll mir das sagen? Ich weiß nicht, wie ich es ihnen beibringen soll, weil das würde doch, nun, das ist ja quasi der Beweis dafür, dass Bruder Effert nicht durch ihn handelt. Aber ich möchte es ihm nicht so darlegen, weil, nun, ich weiß nicht, was ich da. Also nur auslöse. Weil jemand magisch begabt ist, kann er also nicht gleichzeitig noch von den Göttern gesegnet sein und als ihr Werkzeug fungieren? Das eine schließt sich aus und das andere? Ich glaube, dass niemand das Werkzeug der 12 Geschwister ist. Aber Ephagin ist sich halt sehr sicher und dies würde ja nun das Gegenteil beweisen. Nein, tut es nicht. Es beweist nur, dass du gesehen hast, dass da was Magisches war. Vielleicht ist er selber magisch. Hast du denn eine intensive Analyse gemacht oder hast du eine oberflächliche gemacht? Ich habe es nur im Vorbeigehen gesehen. Ich habe auch nur mit einem Auge auf ihn geachtet. Eine intensive Analyse war die Zeit zu kurz. Aber er ist definitiv magisch, das kann ich dir sagen. Ja, und ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Also ich meine, entweder ist es ein Vorteil, oder Ephodias hat vielleicht mal irgendwann eine magische Ausbildung gemacht und hat nie darüber sprechen wollen. Also vielleicht ist er kein ausgebildeter Magier, aber vielleicht war er mal irgendwie, was weiß ich, als Scharlatan mal unterwegs, bevor er den Weg zu Ephod gefunden hat. Ich weiß doch nicht, was der Mann früher alles gemacht hat in seinem Leben. Ich habe ja die Befürchtung, dass er es nicht weiß und ich weiß nicht, so wie du es mir sagst, spielt es offensichtlich keinen Widerspruch, dass man magisch sein kann, auch trotzdem die 12 Geschwister durch ein Handeln können, aber nun ich glaube, dass die 12 Geschwister dies gar nicht tun und also für mich wäre es ein Beweis, dass es eben Unsinn ist, dass Bruder Effert durch ein Handeln. Wenn die 12 Geschwister gar nicht durch Menschen handeln, dann glaubst du nicht an Wunder? Bist du irgendwie blöd? Was willst du mir erzählen? Das kann doch nicht sein, dass du irgendwelche göttlichen Wunder nicht verstehst. Nee, Moment, also das hat er nicht gesagt. Das ist doch egal, Frosty, das ist doch jetzt gerade das, was Rodrigo so aufgenommen hat aus dem Gespräch. Würfel mal bitte Philosophie. Ich würde aber trotzdem gerne noch ausdiskutieren. Können wir gerne machen. Das ist doch gerade der Punkt, Rontigian. Das, was wir Menschen als Wunder sehen oder denken, dass es ein Wunder ist, das ist doch nur, weil wir es nicht verstehen, was es tatsächlich ist. Doch alles von vornherein so, wie dann kannst wohin, du, aber, du dann, kannst du aber, dann kannst du aber auch deinen ganzen Ruhr- und Chor-Glauben in die Tonne treten, denn davon hast du auch noch nichts gesehen. Du glaubst also auch an Dreck, den du nie gesehen hast. Was willst du mir jetzt erzählen? Hast du irgendwas von deinem Ruhr- und Chor-Dreck, den du hier gesehen, je geglaubt hast, gesehen? Fliegen hier Diskusse durch die Welt, hast du gesehen, dass wir durch die Welt fliegen auf unserem Diskus? Gehen auf dem Diskus, wie sollen wir das denn sehen? Ja, genau. Also, das existiert auch schon mal nicht. Wir können es ja nicht sehen. Weiter. Erzähl mir noch was deine Bruderschwestern so Tolles tun, was du auf sie zurückführen kannst. Wo ich nicht sagen kann, nee, das ist nicht so. Los, mach mal. Unser ganzer Glaube basiert auf den heiligen Rollen der Beni Hurech. Und alles, was in ihnen steht, ist bisher wahr geworden. Und dort haben wir auch unseren Glauben an die Zwillinge her.
Das ist ja mir Beweis genug. Gut, ich habe noch keine Beni-Beni-Rollen gesehen. Rodrigo, bitte Sophie. Habt ihr gerade über mich geredet? Ja, es ging kurz über dich. Komm mal her! Hier, Brendidian, ist was aufgefallen, als wir beim letzten Mal, beim letzten Mal hier gezaubert hat. Oder beim vorletzten Mal, ich bin mir ganz sicher. Everdeen, ich sage dir nur, was ich gesehen habe. Ja, halt das mal ganz ruhig. Everdeen, mein Freund, Brendidian hat gesehen, dass du irgendwie geleuchtet hast und das Leuchten ist ein Zeichen von Magie. Also, er sagte, dass du wahrscheinlich irgendwie magische Kräfte auch besitzt. Bist du mal irgendwie... das ist doch Käferfarbe hier im Bad. Das leuchtet jetzt ein bisschen. Nee, nicht die Käferfarbe. Er hat wirklich, als wir... Kannst du dich noch daran erinnern, als wir von dieser Hexe, die wo du deinen Effortbad nachgeschmissen hast, noch jetzt hier verfolgt wurden? Nein, von der fliegenden Frau in der Holzrüstung? Ja. Ja, genau. Da hatte der irgendwie wohl jetzt hier Magie gewirkt unter Brindijan und hat eben magische Sicht oder sowas gehabt. Und hat dann gesehen, dass da dieses magische Tier bei uns im Zimmer war, was irgendwie jetzt hier, wo die Frau so aufgeschrien hat, als ich das Ding verprügelt habe. Das ist nicht so eine Farbe, die man so sehen kann, Effajin. Man muss einen Zauber wirken und es ist eine Art Leuchten, den man nur dann sehen kann. Es ist bei allem, was magisch ist. Ich leuchte, wenn ich mich ansehe, Kasim leuchtet, diese Hexe hat geleuchtet. Das habe ich eben auch bei dir gesehen. Durch Zufall. Ich habe es noch nicht verstanden. Also du hast dich selber verzaubert. Also du scheinst magisch begabt zu sein, was auch immer das genau bedeuten mag. Ja. Es ist heute schon abiturische 1. April. Der erste Fex oder was? Das kommt häufig vor, Effajin. Bei vielen Menschen wird es nicht festgestellt, dass sie Magie wirken können. Bei denen es in der Kindheit festgestellt wird, die werden nun in der Regel zu einem Magier ausgebildet. Also wenn ich zaubern könnte, dann wüsste ich das doch. Offensichtlich nicht. Es kann passieren, dass du irgendwie Dinge besonders gut kannst oder irgendwie Dinge fabrizierst, von denen du selbst nicht weißt, wie du es gemacht hast. Naja, wie dem auch sei. Wenn wir hier raus sind aus diesem ganzen Dschungelsachen und wieder etwas gemütlichen Boden unter den Füßen haben, vielleicht kannst du dann Brindijan bitten, dich nochmal genauer anzugucken, ob das irgendwie da nur zu dem Zeitpunkt so war, weil der Dschungel irgendwie auf uns wirkt, oder ob das irgendwie, naja, ob du vielleicht doch irgendwie zaubern kannst und an deren Magier verloren gegangen ist. Er zwinkert dir einmal zu. Also ich habe das Zaubern nie gelernt, aber ja. Machen wir uns jetzt mal keine Gedanken darum. Vielleicht bist du ja ein kleiner Zauberer und demnächst wirst du auch Feuerbälle schmeißen und so. Vielleicht Wasserbälle. Ja, Sehen wir das gerne mal an, wenn wir etwas Ruhe haben. Ja. Aber ich fühle mich in den letzten Tagen echt nicht so gut. Gibt's magische Krankheiten? Könnte das sowas gewesen sein? Nein. Wenn du magisch bist, dann hast du das von Geburt an. Okay. Weil du musst da keine Angst haben. Wie gesagt, ich werde mir das einmal genauer ansehen und dann kann ich dir genau sagen, was es ist. Okay, aber das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie mit unserem Halbelfen hier, der Kasim anbaggert. Nee. Meinst du das? Schwester. Nee, also ich glaube, Brindijan hat das schon ernst gemeint, dass du da irgendwie vielleicht magisch begabt bist. Oder er ist sich da recht sicher, also nehme ich mal an, dass... Also aus deiner Expertise als Magier verlasse ich mich, also nehme ich an, dass du vielleicht magisch begabt bist oder irgendwas an dir das hat aussehen lassen wie magisch begabt. Vielleicht wäre das ja auch noch möglich, bin mir ganz sicher, Brindijan. Nein, also ich bin mir da schon sehr sicher, dass du magisch begabt bist. Was, wenn er magisch begabt ist und er ist nicht ausgebildet worden, was bedeutet das für ihn? Kann er dann irgendwie später nochmal irgendwie so wie du richtig zaubern lernen? Nein, in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht, dazu ist es zu spät. Aber vielleicht kann er schon ein wenig lernen, seine Magie zu kontrollieren. Es ist auch schwer zu sagen, was du genau kannst, Effajin. Das müsste man eben herausfinden. Ja, wenn du das herausfinden kannst. Aber dann... wo wir gerade schon mal beim Lästern sind, ist euch eigentlich aufgefallen, dass hier Wascher in dem Kampf gegen diese Skorpionsmenschen, die ist mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit dahergerannt. Wahnsinn. Also, die Frau hat echt Hexenkräfte. Ich finde sie ja total schnuckelig und ich finde das ja auch total gut, aber die will das ja einfach nicht zugeben.
Ja, das dachte ich. So, oder? Das kannst du bestimmt mal rausfinden. Oder ob die magisch begabt ist zumindest, ich weiß nicht genau. Eine Hexe? Hast du bei ihr schon mal irgendeinen Besen gesehen, nachdem sie davon geflogen sind? Ach, das ist doch alles hier Show. Ich meine, das ist doch ein Gerücht, das ist so breit gedreht, da ist doch bestimmt nichts dran. Aber hast du mal gesehen, wie schnell die gerannt ist im Kampf und wie, boah, die war... Dagegen sehe ich aus wie eine langsame Schildkröte, so schnell war die. Nein, nein, Washashida ist sicherlich keine Hexe, das hätte ich auch gesehen an dem Tag. Aber guck mal, die hatte auch diese Schlange, also... Ja, die Schlangen sind doch gefährliche Dinge. Ob die Schlange ein Symbol ist, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das der ihr Tier, also vertrauten Tier, wenn man das so nennt. Na gut, dressiert, also... Hunde sind ja schon schlau und zutraulich, aber eine Schlange, die sind doch kalt vom Gemüt, also... Das ist nicht normal, was für ein Band die haben. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mal Ziba sage, in welche Richtung wir wollen, dass wir hier die richtige Richtung einteilen. Ja. Diskutiert immer weiter. Ich muss mal los. Ihr nickt euch beiden zu und stiefelt dann Richtung Maziba. Und ja, dem kannst du die grobe Richtung dann mitteilen, die du auf die Karten herausgefunden hast. Ja. Also dass dann am nächsten Tage, wenn dann die Maraska weitermarschiert, ihr in die richtige Richtung. Ja, man geht mal kurz zu Wascha hin. Die siehst du gerade, wie sie da steht und sich so ein bisschen irgendwie im Takt ihrer Schellen so ein bisschen sich selbst bewegt und ihre Schlange dabei so um ihren Körper schlängelt. Das ist das erste Mal heute, dass du siehst, dass sie sie unter dem Kleid herausgeholt hat. Den Rest des Tages scheint sie irgendwie darunter verborgen zu sein. Oder gewesen zu sein. Ja, direkt vor dir bleibt er stehen, sozusagen so einen guten halben Schritt Abstand. Ich würde dich ja küssen, aber wer weiß, ob deine Schlange mich dann beißt. Das könnte passieren. Gut. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich fühle mich schon viel besser. Vielleicht ist die Krankheit abgefallen oder vielleicht hast du mir geholfen. Du hast ja gesagt, du willst was probieren. War das jetzt auf deine Zauberkräfte zurückzuführen? Ich habe keine Zauberkräfte. Denkst du immer noch, ich bin eine Hexe? Ich halte das überhaupt nicht für schlimm und ich erzähle es auch nicht weiter. Aber ich sag das nicht. Du hast gesagt, ich soll das nicht sagen. Ich bin keine Hexe, das weiß ich. Aber ja, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich, wenn ich Leute küsse, dass es ihnen dann manchmal besser geht. Und ich denke, wenn es bei dir geklappt hat, dann... grinst so ein bisschen, guckt ja, ein bisschen zu Boden, dann umso besser? Ja, natürlich umso besser, aber wie ich da schon sagte, deine Zauberkräfte sind ganz gut. Schön. Und wie heißt deine Schlange eigentlich? Hat sie einen? Rashika. Rashika. Willst du sie mal näher betrachten? Ja. Sie wird dich nicht beißen, wenn ich es ihr nicht sage. Ja, dann sage das mal bitte nicht und Rodrigo kommt noch mal so 10 cm näher. Du siehst, wie sie ihre Hand so ganz langsam in deine Richtung ausstreckt und die Schlange quasi oben über den Handrücken langsam mit ihrem Kopf in deine Richtung züngelt. Abrichtenprobe. Ja. Gefährliches Tier. Raus! Rodrigo ist noch nicht aus dem Gesicht raus. Ja, das Schwert um 3. Ja, ich guck schon. Ja, no problem. Ja, Rodrigo streckt mal so sanft die Hand entgegen, dass die Schlange so die Hand beschnuppern kann. Er hält das so wie bei so einem Hund für normal. Und du siehst, wie sie langsam versucht, so ein bisschen auf deine Hand auch zu kriechen, quasi in ihrem Kopf. Vorsichtig. Ja, hält erstmal so die Hand dahin. Ja. Dann würde ich sie dir auch übergeben, dass sie so langsam auf deinen Arm kriechen würde. Hast du immer noch Angst vor ihr? Etwas. Abrichtenprobe, Rodrigo, Schwert um 3. Ja, ich habe keine Abrichten, was dann? Warum muss Rodrigo jetzt abrichten, wenn Schwert um ich 10. immer noch um meinen Körper hat? Okay. Weil sie jetzt an Rodrigos Körper ist? Nicht gelungen? Alles klar, dann wirst du jetzt gebissen. Was? Das ist ein gefährliches Tier. Ja, aber ich bin doch da, um auf das Tier aufzupassen. Das ist doch wie mit dem Löwenbändiger, oder?
Ja, also wenn du mit also Rodrigo ich renne jetzt nicht im weg, die Zirkus. Schlange ist ja noch bei mir, die kennt das ja noch. Das ist ja ein Tier, mit dem ich seit Jahren auftrete. Das ist ja nicht das erste Mal. Du wirst gebissen. Ja, beschreibe mir irgendwie mal wo, dann beschreibe ich den Rest dazu. Ja, weiß ich nicht, wenn du die Hand nachher ausschrägst, dann wahrscheinlich an der Hand. Dann, lässt die Schlange sofort los nach dem Biss oder bleibt ja, sie Hand stecken? Ja, also das ist eine Kobra, die wird einmal zubeißen, die beiden oberen Zähnchen in deine Handoberfläche, in den Handrücken. Du hast da zwei große Löcher, die zurückbleiben und ein widerlicher Schmerz, der durch deinen Körper fährt und den Arm nach oben strahlt. Da würde ich die Schlange natürlich sofort zurücknehmen. Du siehst, wie Rodrigo auf die Knie und fällt, dabei Lowe schreit mit der linken Hand an die rechte Hand, packt ans Handgelenk, böse, das Handgelenk Rashika, zieht, böse. Drückt. Das hat und sie noch nie gemacht. Dann auf die Seite fällt, vor Schmerz, er scheint den Schmerz nicht erhalten zu können. Komm her, ich helfe dir. Kasim stürmt auf Rodrigo zu und brüllt dabei, brenn die Schlern! Ich bin schon unterwegs. Lass mich, ich helfe dir. Die Hand sozusagen so ein bisschen an die Brust gepresst mit der einen Hand und ja, scheint ziemlich weggetreten zu sein. Er scheint seine Umgebung, der scheint weder dich noch deine Umgebung noch wahrzunehmen. Was ist denn passiert, wenn ich dich angucke? Ich spuck auf diesen Biss. Ja, der Biss ist wahrscheinlich ganz gut zu sehen, weil er sozusagen mit der linken Hand das rechte Handgelenk irgendwie so zudrückt vor Schmerz. Nicht die Bisswunde zwar verdeckt, aber ja, die Bisswunde da so offen ist. Ja, dann kommt mit gezogenem Schwert herbeigestürmt. Ja, Kasim stirbt da auch hin und... Wo ist der Feind? Rodrigo liegt auf dem Rücken und schreit nur, hält die Hände sozusagen so an den Brustkorb leicht gepresst und dreht sich mit dem Rücken auf den Boden. Ich denke mal, hier unser Jalan kann das sofort abschätzen, das ist Wundschmerz. Brindijan und Kasim, eine Athletikprobe bitte, weil das jetzt wichtig wird. Wascha, was hat ihn getroffen? Wascha spuckt einmal auf die beiden roten Punkte, die gerade ausbluten, und die verschließen sich dann ziemlich schnell wieder, sodass keine Wunde mehr zurückbleibt. Das Gift ist trotzdem immer noch im Körper. Wie viel ASP setzt Wascha denn dafür ein? Es ist ja nur ein kleiner Biss, also ich meine... Es ist keine regeltechnische Wunde, aber es sind halt zwei Punkte, die... Jetzt wieder dann ist mal so, also im Prinzip könnte ich ihn auch nochmal küssen, dann ist der Hexenspeichel quasi im Mund, das ist ja so, dass der Hexenspeichel dann, halt doch aber auch SP durch Vergiftungen. Ja, aber eigentlich schon, das war nicht. Auch eigentlich der Sinn jetzt dahinter. Es steht, dass man das entweder auf die Zunge oder auf die Wunde machen kann. Ich wusste jetzt nicht, das Gift ist ja eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden nicht so schnell ein Blutkreislauf, oder? Ich meine... Doch, natürlich beim Biss. Okay, dann würde ich nicht direkt knutschen, würde es nicht auf die spucken. Dann macht es ja gar keinen Sinn, weil dann kann ich dir die Punkte direkt zurückgeben mit Gift hier umgewandelt. Weil Problem ist, er muss sie halt erstmal verloren haben. Kasim fasst gerade seinen Stab an, versucht gerade Schalgatur hervorzurufen und stolpert dann erstmal in die Richtung. Und auch Brindijan ist nicht schnell genug da, sodass sodass Rodrigo jetzt darfst mal eine Konstitutionswürfel. Ist ja schwer, wegen kann ich ihn denn knutschen oder nicht? Weil damit gebe ich mir erstmal direkt was zurück, Frau Siebe. Ja, okay. Jetzt trotzdem, diese halbe Giftstufe. Was ist die Giftstufe? Stufe 8. Also 4 Punkte erschweren auf meine Konzi. Richtig. Oh, Alter. Gesagt, getan. Also. Das ist gelungen, trotz der 4 Punkte erschweren. Wenn du einen Schicksalspunkt ausgibst, kannst du nicht nur auf seine Wunde spucken, sondern dann kannst du ihn auch knutschen. Aber das ist ein Schicksalspunkt, weil du, nachdem ich etwas gesagt habe, das eigentlich noch ändern willst. Sonst hast du auf seine Hand gespuckt. Brauchen die Schicksalspunkte noch? Dann mache ich eben so, dass dann ich dann noch ein zweites Mal knutschen. Also dann ja, musst du einen zweiten Zauber. Ja, dann halt ein zweites Mal. Ich drücke erst auf und dann knutsche ich ihn. Dann okay. Ist es eben so. Gut, die Wunde verschließt sich gerade. Dann kommen Kasim und Brindijan gleichzeitig bei dir an. Rodrigo liegt in, weiß ich nicht, irgendwie Gras. Fast eine fetale Stellung hat er sozusagen. Die Knie angezogen, die Arme auf der Brust und... Richtung Himmel, fast schon starrend vor Schmerz. Wascha kniet sich hin, hat eben gerade auf irgendwas gespuckt. Jetzt beugt sie sich über ihn und knutscht ihn. Rodrigo dreht sich immer wieder weg, sodass du gar nicht mit dem Mund auf seinen Mund kommst. Und ihr könnt noch sehen, dass irgendeine schwarze Ader sich gerade nach oben zieht, seinen Arm entlang und langsam nach oben wandert. Du darfst nochmal einen W20 schmeißen. Ungerade ist links, gerade ist rechts.